Es ist endlich mal wieder was sehr Interessantes in meinem Leben passiert, was es sich lohnt, in Form eines Storytime-Videos euch mal zu erzählen. War das jetzt richtiges Deutsch? Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, ihr wisst schon, was ich meine. Und zwar werden meine Schwester und ich am 2.7.2019, also nächstes Jahr, werden wir Rammstein live sehen. Und das finde ich persönlich ja mal übelst geil. Aber ich glaube, für meine Schwester ist das nochmal doppelt, dreifach geiler, weil die ist ja seit erster Stunde übelst Fan von Rammstein. Und deswegen mag ich die auch. Also das habe ich von ihr so ein bisschen mitbekommen. Tatsächlich. Und ja, sie ist wie gesagt richtig krass Fan. Ihr Lebenstraum habe ich mich extra sogar noch bei ihr informiert, also habe ich quasi für dieses Video recherchiert. Ihr Lebenstraum wäre zwar mit dem Sänger von Rammstein mal zu sprechen oder so, aber ich denke mal, so ein Konzert ist auch schon ordentlich was, weil, keine Ahnung, ich meine, das sieht man jetzt nicht alle Tage und an so eine Karten zu kommen ist ja auch ziemlich schwierig bei Rammstein, wenn man nicht Mitglied in diesem Rammstein-Club ist, was sie jetzt übrigens ist und weswegen das auch so verhältnismäßig leicht ging, die Karten zu kriegen, eigentlich ist das gar nicht so leicht, aber durch diese Mitgliedschaft erhöhen sich auf jeden Fall die Chancen deutlich, solche Karten zu kriegen. Und ja, sie hat es auf jeden Fall geschafft und sie will da mit mir hin, hat mich auserwählt, freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ich hoffe, ich habe jetzt hier auch alles richtig zusammengekriegt. Ich weiß nämlich gerade gar nicht so richtig, was ich erzähle, weil ich dieses Video jetzt schon 5-mal angefangen habe. Und na, für mich ist das ja auch das allererste Mal so ein Konzert, für sie nicht so. Sie möchte ja so nah wie möglich dran stehen an den Leuten, also an der Bühne. Kann man ja verstehen. Und durch Hörensagen habe ich gehört, dass wir das sicherlich auch gut schaffen werden, weil sie da wie so ein kleiner Kampfhund ist wohl und voll nach vorne prescht. Bin ich auf jeden Fall gespannt, wie sie da so drauf ist. Wird auf jeden Fall sehr interessant. Und ja, da ich ja gerade schon meinte, dass ich auf sowas noch nie war, könnt ihr mir ja gerne mal erzählen, wo ihr alles schon so wart, falls ihr überhaupt schon mal auf sowas wart. Könnte ich euch auf jeden Fall mal erzählt haben. Weil, wie gesagt, das erlebt man jetzt nicht jeden Tag. Und dann würde ich sagen, lasst es euch gut gehen. Wir hören uns hoffentlich in den nächsten Videos wieder, Leute, und tschüss.